Jawohl, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio. Und ja, wir haben jetzt die Motoren erforscht. Ganz wunderbar. Ich würde sagen, was forschen wir denn jetzt als nächstes? Ihr seht schon, wir müssen bald wieder die nächsten Forschungspunkte generieren, nämlich die blauen, aber zunächst für die Tore und Mauern, das will ich verbessern. Und weil wir da ja auch gleich was machen wollen, ne? Also da haben wir Zeit genug für. Aber ich wollte zunächst einmal hier diese Produktion verbessern. Jetzt habe ich, genau, ich wollte gerade sagen, bei Kupfer angefangen. Nee, wir sind hier bei den Eisenplatten. Und da wollen wir jetzt die Lücken befüllen mit den entsprechenden Öfen. Und wir sehen, dass wir bis hierhin auf jeden Fall kommen. Wir können aber auch das generell überall dazwischen. Nee, passt ja nicht. Passt ja nicht. Da war ja die Problematik. So, und dann kommen jetzt die Arme. Das Gute ist, wir brauchen ja immer zwei Arme. Das heißt, ich muss noch ein paar Langarme produzieren. Ist aber kein Problem. So, die kurzärmigen Dinger mache ich auch nochmal einen Satz von. Und dann würde ich sagen, ist das Ganze ja gleich voll hier, ne? Also ihr seht, dass hier gleich wirklich ein Greifarm neben den anderen positioniert ist. Und ja, nur so ist das möglich. Wir müssen jetzt da noch... So, passt das. Der muss rausgeholt werden. Der. Und das ist schon. So, wo sind die roten Greifarme? Weiß ich nicht. Ich habe noch Forschung fürs Labor. Ist das weit weg? Nee, ist nicht weit weg. Wir stecken einfach mal hier ein paar Forschungspunkte ins Labor. Und jetzt warte ich einfach auf die... Aber wo werden die denn gleich liegen, die roten Platten? Die roten Greifarme, diese sind hier, können wir zusammenstapeln. Die Kiste, diese Kisten können raus. Ich könnte so eine Restelager irgendwo nochmal machen, das müssten wir nur genau wissen, wo. Ich denke, vielleicht bietet sich dieser Platz hier an, dass wir hier die Holzkisten hinsetzen, die brauchen wir sowieso nicht. Und einfach beide da hinsetzen und wir können dann in den Holzkisten einfach sagen, pass auf, die Waffe hier macht keinen Sinn gerade. Was brauchen wir noch nicht mehr? Förderbänder haben wir, die ja, Stromleitung, alles andere brauchen wir durchaus. Lassen wir erstmal im Inventar Steine, Erz. Erz, ja toll, eigentlich brauche ich kein Erz. Das können wir aber anders entsorgen. Da würden wir sagen, pass auf, Erz und Kohle schmeißen wir mal hier rein. Dann läuft es auch. So, jetzt brauche ich die roten. Achso, er ist noch hier beschäftigt. Wir können... Achso, machen wir so. Bin ich jetzt richtig unterwegs? Ich weiß nicht. Passt das? Ja, da werden Rote gemacht. So, dann machen wir... Das Gute ist, wir haben hier nur noch Lücken frei für die Roten. Nee, das muss nicht sein. So. Und jetzt haben wir das alles schon verbessert. Wenn wir jetzt noch mehr Eisenträger hätten, die alle hier drin sind, können wir noch mehr Stromleitung machen. Und dann, ich glaube, wir brauchen auch noch ein paar. Dann nehme ich die mal rüber. Und, dann machen wir da ein paar Stromleitungen und gut ist. Dann können wir die nächste Verbesserung hier machen. Nämlich diese ganze Geschichte können wir wegrüsten und diese Leitung legen wir ins Inventar. Dann haben wir Platz für die wichtigen. So, theoretisch würde das... Nee, das reicht dann nicht. Wir packen den aber hier so hin. Deckt da alles ab. Und wir sehen auch, dass wir dort... Ach schade. Müssen wir einmal überschneiden. Kein Problem. Und was das Problem jetzt ist, ist, dass wir hier tatsächlich einfach mal hin. Ja, da setzen wir da einen hin. Okay. So, wir haben noch ein bisschen Platz. Ist kein Problem. Wir werden dann einfach die Plätze füllen mit entsprechenden. Ich glaube, wenn ich hier stehe. Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich hoffe, dass wir eine Kurve legen können oder so etwas. Damit das auch dann weiterläuft. So. Sprich, ich mache nach oben. Und dann... Ja, könnte so funktionieren, ne? So. T, wir haben wieder was erforscht und können Kugelschaden erhöhen. Kugel, ne? Kugelfeuerrate und Schaden. Erhöhen wir einfach mal den Schaden.
Okay, die Eisenplattenproduktion ist jetzt definitiv fast, ja, ist eigentlich verdoppelt worden. Müsste soweit reichen. Jetzt gehen wir rüber und wollen uns das da drüben anschauen, dass wir dann mit dem befeuerten Greifarm vielleicht hantieren. Oder ich wollte ja noch einen Stromanschluss dort machen. Wir brauchen eine Pumpe, einen Kessel. Boah, müsste reichen. Nehmen wir zwei von denen. Ein paar Stromleitungen habe ich und Rohre habe ich nicht dabei. Können wir aber ohne weiteres eben fünf Stück machen. Und dann werden wir das elektronisch dort alles fabrizieren. Das heißt, sinnvollerweise, schlug auf, Entschuldigung, und können wir hier die Steinproduktion so machen. Ich muss mal gucken, wie die Steine weiterverarbeitet werden. Ich glaube, die muss ich in Schmelzöfen brennen. Das ist kein Problem. Wir haben ja Schmelzöfen. Ich weiß gar nicht, sind die anderen Schmelzöfen, habe ich die schon erforscht? Nee, ist noch nicht da. Haben wir dann hier... Kann Stahlträger und Ziegelsteine könnten wir machen. Die sind wahrscheinlich besser, diese Schmelzöfen. Ne? Diese müssen wir auch unbedingt forschen. Vielleicht mache ich das sogar zuerst. Ich weiß noch nicht. Wir müssen gleich vergleichen. Eventuell macht das Sinn, sogar komplett diese Schmelzöfen zu bauen. Damit wir dann schönere oder schnellere Platten bekommen. Schnellere Platten nicht, aber auf die Platten werden schneller erbaut. So, jetzt habe ich es. So, was wir hier machen können, ist tatsächlich ganz einfach die Pumpe platzieren. Habe ich sie schon? Ja, da ist sie. Die setzen wir hier so hin. Und dann brauchen wir auf jeden Fall dieses Heizgedöns. Was wir auch brauchen, ist natürlich Kohle. Ja, das haben wir jetzt wieder davon. Kohle ist da oben. Dann ist es tatsächlich einfacher zu sagen, pass auf, wir verzichten darauf und bauen Stromleitungen. Also doch wieder abbauen. Es gibt auch passende Stromleitungen, und zwar diese. Machen wir mal 8 Stück von. Ich weiß gar nicht, wo die landen. Da im Inventar packen wir die hier rein. Und der Vorteil von diesen ist, die können längere Strecken überwinden. Wir sehen es gleich. Der erste muss natürlich positioniert werden, ganz normal. Es ist nicht so weit die Strecke. Aber jetzt... Seht ihr das? Wie weit das geht? Das ist doch wundervoll. Bis hierhin. Und wir bleiben, das machen wir mal schön an der Küste so entlang. Wir wollen aber auch schön schräg. Oh, wie weit das geht. Ich denke mal, das kann auch gar nicht sein, aber doch. Wir können da richtig schön Entfernungen mit überbrücken. So, dann heißt, wir werden hier erstmal den letzten positionieren. Bauen diese Kohle... diese Minen da ab. Wir haben jetzt drei elektronische, die ohne Probleme hier ein großes Gebiet abarbeiten können. So, der Schwenker ist natürlich auch ein bisschen altmodisch hier, elektronisch, wollen wir ja gar nicht mehr. Und, ach, die Kiste kriegen wir nicht weg, ist aber weiter kein Problem, wir werden ganz einfach sagen, pass auf, wo machen wir jetzt denn diese... Ja, bauen wir hier unten auf. Müssen wir dran vorbei, machen wir einfach senkrecht. Dann sagen wir einfach, okay, Besuch. Schmelzofen. Ich weiß jetzt, ach, die müssen auch befeuert werden, also muss Kohle sowieso hierher. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir durchaus hin, weil wir da oben ja Kohle haben. Und dann muss es einfach mal, dann müssen wir sind jetzt ganz clever, jawohl. Wir bauen hier wieder ab. Stein habe ich genug im Inventar. Wir werden das andersrum bauen. Nehme ich nach oben. So, dann haben wir einfach... ja, toll. Das Ding im Weg, ist auch egal. Oh ja, was wir jetzt noch brauchen, wäre vernünftig eine Stromversorgung. Jetzt arbeiten die und können Steine liefern. So, wir werden schön... hier entlang, ob wir die Steine nun zum Kohlebereich bringen oder Kohle zu den Steinen. Ja, toll. Guck, machen wir das mal so. Ne, das muss jetzt aber nicht sein. So, ich muss das noch alles nachher schön dicht mauern, das ist ja wichtig.
Alle weg? Ja, tatsächlich. Alles weggemacht. So, die lasse ich einfach auf die andere Seite fahren. Dann können wir hier unten das hinbauen. Und dann ist das schon erledigt. Es geht ja eigentlich doch sehr einfach hier. Wir werden das jetzt so hantieren und dann haben wir die Steine und Kohle da drauf liegen. Müssen wir nur sagen, okay, pass auf, wir machen hier den Schmelzofenbereich. Also können wir auch über die Ecke laufen lassen. Das ist eigentlich egal. Wir machen erstmal hier welche hin. Die brauchen auch ein bisschen Strom vielleicht. Eigentlich, nee, die selber nicht. Nur die... So, da ist doch was kaputt gegangen. Jo. Jarp. Müssen wir einmal... Was sag ich mit dem Strom? Der sieht gut aus. Wir können auch hier alles wieder nochmal verbessern, die Waffen. Ne, es läuft doch. Das... Hier sieht es aber kaputt aus, ne? Deswegen, ja, sehen wir gleich. Ja, doch. Jetzt läuft es wieder im Kreis. Und wir brauchen unbedingt hier bald die... Bald die ganzen Steine. So, das geht recht zügig. Seht ihr das, wie die Steine da gebacken werden? Das ist doch super. Wir können jetzt die liefern lassen. Ich habe das erforscht. Jetzt kann ich irgendwas vergleichen. Nämlich die Öfen. Maximale Gesundheit 200, Energie und Herstellgeschwindigkeit 1. Herstellgeschwindigkeit 2. Also das heißt eigentlich, ich schätze mal doppelt so schnell. Wir müssen nur Ziegelsteine und auch Stahlträger dabei haben. Das wäre dann die nächste Möglichkeit, dass wir darauf gehen. So, die Ziegelsteine sollen ja eingetütet werden. Die Produktion, seht euch das an, wie schnell das geht. Wir müssen einen schnellen Schwenker haben, den habe ich auch noch. Und wir setzen ihn dahin, dann können wir immer gut erweitern. Eine schöne Holztruhe dahin setzen. Holz sage ich schon. Und jetzt wird die, ihr seht, wie schnell die vollgepackt wird. Ich weiß noch nicht, ob das reicht. Wir können aber, wenn wir jetzt ganz clever sind, ganz einfach sagen, pass auf. Mir ist egal, wie viel hier nun los ist. Wir werden hier noch einen blauen nehmen. Ne? So clever sind wir ja wohl. Weil der kann ja gar nicht gegen. Und dann haben wir das ruckzuck hier eingetütet, hoffe ich mal. So, das reicht aber auch. Dann müssen wir jetzt ja neben den Ziegelsteinen auch diese Eisenplatten, die Stahlträger meine ich, die meine ich Stahlträger, die müssen wir auch noch kriegen und das geht am besten, indem wir sagen, wir schauen uns erstmal hier die Kiste an. Wir sehen doch, da tut sich was. Es ist allerdings ein bisschen wenig und das darf ruhig ein bisschen mehr werden. Ja, dann sagen wir, okay, kein Problem, wir kriegen das ohne weiteres ja hin, dass wir hier die restlichen, das ist genau falsch rum geworden, dass wir die restlichen Öfen da platzieren. Ein paar habe ich ja noch. Und wir sehen, ich habe hier natürlich auch hier schon alles falsch gebaut. Junge, Junge, was bin ich guck für einer, du? Alles falsch. Läuft nicht so gut, ne? Ob die Erkältung auch so mein Gehirn ein bisschen außer Gefecht setzt oder ob ich gar keins habe, das sind natürlich jetzt Theorien. So. Jetzt kommt der einfache Schritt, wir müssen nur ja, so, das haben wir und jetzt fehlt noch ein bisschen Saft. Ja, wir können das auch wechselweise machen oder ich deplatziere den mal da einmal und dann können wir das ein bisschen besser machen. Wo fehlt der da? So, was ist denn? Achso, das ist die Stromleitung. Okay. So, und dann machen die auch diese Platten. Man sieht gar nicht, was da drin ist und man sieht auch gar nicht, was er herstellt. Ist das jetzt ein Fehler? Achso, da liegt noch nichts. Sia, Geschützturm. Und wir werden uns jetzt ein bisschen einigeln, bevor wir weitermachen. Es muss jetzt hier, das hier muss alles laufen und heile bleiben. Dementsprechend brauchen wir unbedingt, ich kann das natürlich mitnehmen. Ah, nee, Eisenplatten ohne Ende on board. Eisenplatten on board, wo lasse ich die denn? Vor allem, was ist hier los? Ich meine, die Produktion ist gut. Wir haben hier genug, aber die Eisenplatten werden ein bisschen wenig.
Und ich würde sagen, wir können hier das Eisenplattenvorrat, da muss ein bisschen mehr aufs Band kommen. Nehmen wir noch einen. Und dann ist das gut. So, wir haben, wenn ihr euch vorstellt, wenn wir dieses mal austauschen gegen diese anderen Öfen, hätten wir ja noch mehr. Jawohl, alle schon erschossen. Das geht immer schnell. Also der Kampf ist nicht schwierig. Das große Problem ist nur, dass die uns einfach viel zu viel kaputt machen. Und ja, das ist natürlich denn schon ein bisschen nervig. Wir sehen auch, da fehlt so ein Greifer zum Beispiel. Der muss andersrum. So, und jetzt geht das gleich hier weiter mit der Stromerzeugung. Ich wollte das ja auch vergrößern. Ich habe ja sowieso einen übrig gehabt. Ich baue nochmal einen. Dort, wir müssen glaube ich wieder eine Lücke lassen, aber es macht nichts, ein Rohr habe ich auch. Und dann machen wir das gleich verdoppelt, wir verdoblizieren das, ja. 1, 2, verdoblizieren, ne? Ist auch absolut richtig so, der Begriff. So, irgendwie habe ich das nicht ganz korrekt gemacht. Vielleicht sollten wir tatsächlich erstmal die bauen, dann wissen wir auch, wo das alles hin muss. Und haben jetzt weniger Probleme. Ja, 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 das passt. Wir müssen jetzt nur die... Ne, das ist angeschlossen, wenn wir den auch anschließen. So, was fehlt noch? Förderband in die Länge ziehen. Und dabei noch ein paar Schwenkarme zu sagen, hier, Besuch. Ihr sollt ihr Futter. Was ist das denn? Achso, da muss er hin. So, jetzt läuft das alles wieder durch. Die Steine auch. Wir haben das nächste erforscht, wir können unseren Werkzeuggürtel erweitern, ist auch eine gute Idee, wird das hier gleich ein bisschen größer, alles die Slots und was wir noch brauchen und vergessen haben, ist ein bisschen, da kann ich aber auch eine alte Leitung nehmen, also hierfür reicht dann tatsächlich diese schäbigen Dinger, da seht ihr das, dann passt das und die packen wir wieder ins Inventar. Die Pumpe mit dem Wasser hat auch kein Problem, Wasser ist genug da. Ja, und so haben wir unsere Spannungsversorgung auch noch ein bisschen verbessert. Jetzt könnten wir hier endlich die Steine rausholen und Mauern bauen. Wir können auch sagen, ich gehe jetzt mal zur Restetüte und packe da erstmal alles rein, zum Beispiel diese ja, Befeuerer, wie heißen sie, ich hab's vergessen. Guckt ihr, wir müssen Erz muss mehr kommen, ne? Seht ihr das? Es ist total leer jetzt mittlerweile, wir müssen sagen, okay, das Erzvorkommen, das muss verbessert werden. Machen wir das auf jeden Fall auch nochmal und dann in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir jetzt mal Pause hier. Geht es weiter mit dem, ja, mit dem Erzvorkommen verbessern, dass auch hier wieder der Volumenstrom sich deutlich erhöht. Das muss sein. Ihr seht das, oder konntet das gerade sehen. Die Eisenplatten werden einfach nicht gebaut, weil einfach nichts da ist an Erz. Und dann geht es in die Mauerproduktion. Dann werden wir alles hier absichern, großflächig. Und ich hoffe, dass dann die Tiere irgendwie da bei der Mauer nicht so gut durchkommen, dass die doll genug hält, hoffe ich mal. Und dass wir dann rechtzeitig da auch noch vielleicht die Maschinen hinsetzen können, die schießen. Vielleicht soll ich auch die Munition automatisiert bauen lassen. Die kann ich auch hinbringen dann wahrscheinlich. Also wir können so ein Förderbandsystem machen, was Munition am Rand der Mauer entlang laufen lässt und dann diese Geschütze versorgt. Das wird doch ideal. Das will ich mal machen. Dann haben wir eine super Sache hier gebaut und das Problem ist dann immer, die Fabrik zu vergrößern, weil wir uns ja einigeln. Ne? Haben wir weniger Platz. Aber das ist die Schwierigkeit hier. Wenn wir mit den Tieren spielen, ist es halt kein SimCity mehr. Dann ist es einfach, ja, es ist einfach bauen und wir haben Gefahren da, dass wir angegriffen werden und das müssen wir verhindern. Finde ich auch ganz toll. Also man kann das Spiel sowohl mit den Tieren spielen, also mit den Käfern, die angreifen, als auch ohne. Ich finde aber jetzt mit den Käfern macht das nicht weniger Spaß, es stört auch nicht zu doll und ja, ich bin da ganz, ganz froh und habe richtig Lust dazu, gleich da die Mauer zu bauen und mal gucken, wie wir das alles hinkriegen in den nächsten Folgen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, verpasst ihr nichts, würde mich freuen und ja, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.